Hallo und herzlich willkommen zurück bei StarCraft Wings of Liberty. Und wir sind auf dem Weg nach... Die Aufnahmen, die wir im Speicher des Adjutanten dekodiert haben, beweisen, dass Mengsk das Massaker auf Tarsonis befohlen hat. Jetzt müssen wir diese Aufnahmen nur noch veröffentlichen. Mira Hahn hat uns einen Tipp gegeben, der von Nutzen sein könnte. Die Liga enthüllt bald auf Korhal eine neue Kriegsmaschine namens Odin. Wenn wir den Odin in unsere Gewalt bringen, können wir uns dort mit seiner Hilfe Zugang zu den UNN-Studios verschaffen und die Aufnahmen über Mengs Kriegsverbrechen veröffentlichen. Der Odin befindet sich zurzeit auf einem Testgelände auf Valhalla. Odin und Valhalla. Einfach perfekt. Unser Team ist in Position. Wir sind bereit, den Odin zu entwenden. Sind Sie sich da absolut sicher, Sir? Ja. Tykes ist auf jeden Fall unser bester Mann für diese Art Job. In der Schlacht ist er allerdings schnell etwas übereifrig. Wir müssen also zusehen, dass wir hinterherkommen, wenn der Kampf erstmal angefangen hat. Wenn er den Odin tatsächlich steuern kann, ist es äußerst wichtig, dass wir alle Basen der Liga in der Gegend ausschalten. Hoffentlich können wir alle Übertragungen lang genug blockieren, bis er das geschafft hat. Wir können nicht riskieren, dass irgendwelche Nachrichten hierüber nach Korhal gelangen. Was wissen wir über diesen Odin? Es handelt sich um einen experimentellen, überschweren Belagerungskampfläufer, der für ausgedehnte Kämpfe an der vordersten Front entworfen wurde. Sehr kampfstark. Klasse. Also könnte doch nicht mal Tykes den verschrotten. Da kommen sie. Na, ich weiß nicht. Los, los, los! Das ist jetzt keine verdeckte Operation mehr, Mädels. Feuert aus allen Rohren. Mich! In Ordnung! Positiv! Immer mit der Ruhe! Wird gemacht! Sir, Sie scheinen da etwas sehr Interessantes gefunden zu haben. Wenn Sie mir eine Probe davon ins Labor bringen könnten, wäre das super. Aktiviert die automatischen Geschütztürme! Ihr haltet mich nicht davon ab, dieses Baby zu bekommen. Ich kümmere mich drum. Verstanden? Ich bin ein böser Junge. Durchgeladen und entsichert. Jawohl. Heilige Scheiße. Ich kann's kaum abwarten, einzusteigen und die Bude hier auseinanderzunehmen. Position halten, Tykes. Lass uns erst Unterstützung darauf schicken, um dich zu decken. So muss das laufen. Verdammt, Tykes. Du sollst warten. Kannst du mich hören? Sein Kommunikator steht auf Senden, Sir. Er kann uns überhaupt nicht hören. Die Liga hat ihre Verteidigungsanlagen bald hochgefahren. Na klasse. Errichten wir so schnell wie möglich unsere Basis. Wir müssen ihm einfach reinfolgen und hoffen, dass er es nicht zu sehr übertreibt. Oh Mann, wie mache ich was vor? Ich hasse Tykes. Er ist so doof. Button! Schlechte Neuigkeiten? Ja. So. Versorgen wir uns erstmal mit Zeug. Abmarsch, Ben. Kann's kaum noch erwarten. Bereit machen, Jungs. Was nicht passt, wird passend gemacht. Verstanden? Ich weiß nicht, ob wir hier hinten einen brauchen, aber ich mach mal einen. Okay. Worauf soll ich ballern, Sir? Sir, ich orte schwere Kreuzer der Liga auf Abfangkurs mit dem Odin. Hey, Halsspor! Willst du diese Raumjäger jetzt haben? Die nehmen es locker mit einem schweren Kreuzer auf. Du kannst am Raumhafen noch mehr bauen. Bereit. Warte!
Helikopter. Durchgeladen und bereit machen, Jungs. So, setz dich mal bitte dahin. Oder noch besser, setz dich dahin. Was liegt an? Juhu, Überstunden. Also, was ist jetzt der Plan, Commander? Die Basen in Schutt und Asche legen, oder? Checkt. Jimmy? Partner? Kannst du mich hören? Es ist mir nach Hause gefolgt. Es ist mir nach Hause gefolgt. Solange du mir nicht sagst, dass ich hier nicht auf den Putz hauen darf, mache ich das doch einfach mal. Raumjäger können Boden und Luft anhalten und können tappen. Zielvektor erfasst. Maximaler Schub. Vielleicht ist die Banshee doch nicht so geil. Zielvektor erfasst. Angriffsformation. Maximaler Schub. Roger. Wird gemacht, Commander. Roger. Koordinaten empfangen. Angriffsformation. Koordinaten empfangen. Zielvektor erfasst. Maximaler Schub. Lass mal Teikes alles machen. Sag an, Mann. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh, sie kleben an mir. Angriffsformation. Zielvektor erfasst. Worauf soll ich ballern, Sir? Kann's kaum noch erwarten. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Come on, baby! Wird gemacht! Brauch mal einen BBF, der den Schaden repariert. Das Ding hier hat ja schon Schlagseite. Redet er immer so viel, Sir? Ja, sobald er in einen Kampf verwickelt ist, kann er einfach nicht die Klappe halten. So, jetzt wo das geschafft ist, mache ich mal eine kleine Pause. Gut, dass ich mir eine kleine Erfrischung mitgebracht habe. Entschuldigung. Nicht genügend Mineralien. Bereit machen, Jungs! In Ordnung! So, wie sieht's mit dem Forschungsschirm aus? Perfekt. Durchgeladen und entsichert. Worauf soll ich ballern, Sir? Ist das Leben bedrohlich? Es geht doch nichts über einen Drink auf den verkohlten Überresten seiner Feinde. Jetzt geht's rund. Kommt noch was? Ich kann nicht mehr länger abwarten. Weiter geht's. Ich höre, Commander. Koordinaten empfangen. BBF einsatzbereit. Angriffsformation. Maximaler Schub. Roger. BBF bereit. Kein Thema, Forschungsschiff regelt.
Unsere Verbündeten werden angegriffen. Schlechte Neuigkeiten? Durchgeladen! Nicht genügend Mineralien. Aufgedankt und einsatzbereit! Hallo, blinkender roter Knopf. Wofür bist du denn da? Formation. Boom, Baby. Koordinaten empfangen. Verdammt, ist das geil. Roger. Schießen Sie los! Wann geht's los? Das geht! Ich höre! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Durchgeladen! Nicht genügend Mineralien. Natürlich. Im Standby. Bestätige optischen Empfang. BBF einsatzbereit. Upgrade durchgeführt. Ach, schade. Er hat keine Energie mehr. Naja, zeig es mal, den gleich eine Pause. Ich denke mal, ihr Jungs braucht eine Weile, um aufzuholen. Der gute alte Tykes wird sich hier einfach ein wenig entspannen. Genau. Einfach, wenn ihr soweit seid. Eine kleine Nuklearrakete sollte ausreichen. BBF einsatzbereit. Bereit machen, Jungs! Roger! Aber sicher! Koordinaten übermitteln. Benötige weitere Depots. Koordinaten empfangen. Lasst mich hier nicht verrotten. Riesender Boss. Verstanden. Benötige weitere Depots. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnten Sie meine Probe davon ins Labor bringen? Vielleicht ist es ja zu etwas Nutze. Immer mit der Ruhe. Verstanden. Bingo! Freu mich schon drauf. Komm schon, Jimmy. Wir müssen noch ein paar Köpfe einschlagen. Ganz kaum noch einmal durchgeladen und entsichert. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Zielvektor erfasst. Koordinaten übermitteln. Wird gemacht, Commander. Kaum noch erwarten. Roger. Maximaler Schub. Koordinaten empfangen. Angriffsformation. Wird gemacht, Commander. Das wird dir noch viel mehr wehtun als mir. Oh, das würde aber definitiv wehtun. Zielvektor erfasst. Koordinaten empfangen. Ich sollte vielleicht doch gleich einen WBF losschicken. Button. Im Standby. Maximaler Schub.
Roger. Wird gemacht, Commander. Koordinaten empfangen. Zielvektor erfasst. Angriffsformation. Willst du was hier von? Maximaler Schub. Roger. Wird gemacht, Commander. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Maximaler Schub. Roger. Wird gemacht, Commander. Zielvektor erfasst. Angriffsformation. Koordinaten empfangen. Okay, es ist wohl definitiv hilfreich, einen WBF mit dabei zu haben. Koordinaten empfangen. Vor allem, wenn das Forschungsschiff keine... Zielvektor erfasst. ...keine Energie mehr hat. Wird gemacht, Commander. Angriffsformation. Roger. Wie schnell baut der den Adler? Wird gemacht, Commander. Maximaler Schub. Zielvektor erfasst. Ich dachte, ich komme mal vorbei, kaue Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Ich habe nur leider kein Kaugummi. Koordinaten empfangen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Kommt noch was? Los, los, los! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Hab ich. Okay, WBF ist weg. Aber wir machen ja neues Zeug. Ballern, Sir. Durchgeladen und entsichert. Verstanden. Meldebereitschaft. Freu mich schon drauf. So, wir brauchen noch eine Zergprobe. Vielleicht hat der Sträfling am Ende doch seinen Nutzen. Wahnsinn! Weißt du, ich glaube, ich nehme mir noch eine Auszeit. Schick mir in der Zwischenzeit doch noch Verstärkung, Jimmy. Ei, ei, Sir! Jawohl! Übermittle Befehle! Oh, sehr schön. Er tankt auf. Nice. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Meldebereitschaft. Ich höre, Commander. So, hier können wir noch mal ein bisschen abbauen. Basis wird angegriffen. Und weil wir so wenig Ressourcen haben. Meinst du, diese Weicheier liefern uns diesmal sowas wie einen Kampf? Ich bin bisher noch nicht mal ins Schwitzen gekommen. Alter, dein Mac ist fast auseinandergeflogen. Also, nur so zur Info. Oh, nee, das WBF ist doch noch da. Ha, guck an. Meldebereitschaft. Das Notfall-WBF ist am Start. Fehlender Boss. Hauptquartier, empfange Befehle. Hä? Achso, das war der andere. Im Standby. Ja, supi. Angriffsformation. Ah, Grüße, Commander. Ah ja. So, also drei Reparaturschiffe für den Odin sollten eigentlich reichen. Wobei einer müsste sogar schon fast reichen. Es wenn er denn genug Energie hat. Los geht's. Ich komme jetzt erst richtig in Schwung. Ich finde nur, als hören sie den Loki. Und Gewebeproben. Ich kann mal die Jungs da unten rumrennen sehen, Jimmy. Die sehen aus wie Ameisen. Abmarschbereit! Jawohl! Ich höre, Connor. Oh, Baby. Hier. Wird gemacht, Thomas. Maximaler Schub.
Koordinaten empfangen. Zielvektor erfasst. Worauf soll ich ballern, Sir? Wahnsinn! Einsatzbereit. Loki finden. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Was ist denn der Loki? Direkt euer Pass. Durchgeladen und entsichert. Sicher. Vorsichtig. Roger. Ei, ei, Sir. Ich sitze in der Patsche. Wird gemacht, Commander. Roger. Das wird dir noch viel mehr wehtun als mir. Empfangen. Okay, Cloaking. Definitiv Cloaking. Zielvektor erfasst. Da ist der Loki. Das sieht so Loki-mäßig aus. Ich höre, Commander. Der kann uns sehen, da ist ein Detektor. Das ist ein Detektor. Koordinaten übermittelt. Erreicht machen, Jungs! Im Standby. Das wird schwierig. Ich orte schwere Kreuze in der nächsten Basis und der Odin hat keine besonders gute Luftabwehr. Startet mehr Raumjäger vom Raumhafen. Wenn wir genügend haben, können wir uns um die schweren Kreuzer kümmern. Das hat Spaß gemacht. Keine Sorge, alter Kumpel. Ich lasse dir ein bisschen Zeit, um aufzuholen. Ich fass es nicht. Diese Liga-Eierköpfe haben wirklich an alles gedacht. Entschuldigt mich mal gerade. Ha! Kommt noch was? Basis wird angegriffen. Oh. Na gut, dann. Meldebereitschaft. Geht das Ding halt kaputt. Da wären wir direkt an der Zergforschung vorbeigelaufen. Unglaublich. Freu mich schon drauf. Warten. Das war gut. Seid ihr schon bereit? Ich kann es gar nicht abwarten, mich darauf zu stürzen. Rein wissenschaftlich meine ich. Ich hatte nicht vor, es zu essen. Statman. Koordinaten übermitteln. Was ein Typ. Unsere WBFs werden angegriffen. Koordinaten empfangen. Wird gemacht. Ja, das ist irgendwie gemein. Meldebereitschaft. Angriffsformation. Da sind wir selber schuld. Erschöpft. Aber ein ganz dickes, offenes Loch gelassen. Jimmy, denn ich mach mich jetzt zur letzten Basis auf. Alter, du hättest doch mal warten können. Roger. Im Standby. Oh, sehr schön. Genau, mach die kaputt. Kann's kaum noch erwarten. Ei, ei, Sir. Also. Willst du was hiervon? Koordinaten empfangen. Angriffsformation. Wird gemacht, Commander. Maximaler Schub. Roger. Zielvektor erfasst. Angriffsformation. Koordinaten empfangen. Koordinaten empfangen. Ich dachte, ich komme mal vorbei, kaue Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Ich habe nur leider kein Kaugummi. Zielvektor erfasst. Ja, hallo, mein kleiner Freund. Wie konnte ich denn bitte einen Knopf mit einem Totenschädel darauf übersehen? Meldebereitschaft. Genau. Oh, Baby. Auf dich wartet eine Welt voller Schmerzen. Roger.
Ausgezeichnet. Nun, da der Odin gesichert wurde, können wir gegen den UNN-Komplex auf Korha losschlagen und unsere Übertragung senden. Hey, kannst du mich hören, Captain? Nächstes Mal hast du hoffentlich ein bisschen mehr Vertrauen in den alten Tykes, wenn es darum geht, Chaos zu verursachen. Das ist doch so ziemlich alles, wobei ich vollstes Vertrauen in dich habe, Tykes. Ja. Ah. Nicht unter 30% sinken. Ragnar Rock'n'Roll. Oh, den Erfolg muss ich mir aber mal erarbeiten. Das geht ja gar nicht. Du hast da draußen echt gut gekämpft, Tykes. Deine Zeit im Tiefkühler hat deinen Reflexen kein bisschen geschadet. Tja, Angst und Gewalt haben schon immer das Beste aus mir herausgeholt. Ich muss zugeben, wir waren schon immer ein gutes Team. Naja, zumindest bis ich in den Knast musste und du rechtschaffen geworden bist. Stimmt. Stimmt. Hier ist Kate Lockwell und ich berichte live aus dem UNN-Hauptquartier auf Korhal. Schalten wir zu Donny Vermillion, der einen ganz besonderen Gesprächspartner hat. Richtig, Kate. Ich freue mich, General Horace Warfield begrüßen zu dürfen. General, die Liga-Streitkräfte werden heute also ihre neueste Waffe vorstellen, die Odin-Kampfmaschine. Allerdings, Donny. Wir werden den Odin auf den Straßen Korhals vorführen. Live begleitet von ihrem hervorragenden Sender. General, Kate Lockwell hier. Ich habe Gerüchte gehört, dass es logistische Schwierigkeiten bei der Präsentation des Odin gegeben haben soll. Sie haben richtig gehört, Kate. Der Transport des Odin hat sich verzögert und wir haben vorübergehend den Kontakt zur Produktionsfabrik verloren. Aber nun ist er wohlbehalten angekommen und wir können mit der Vorstellung beginnen. Wir machen die Nachrichten. Die Enthüllung der neuen zerstörerischen Waffe der Liga auf den Straßen Korhals. So kann ich nicht arbeiten. Diese Frau soll sich gefälligst aus meinen Interviews raushalten. Mein Kumpel Horner zieht die Sache also wirklich durch. Ich gebe zu, ich bin ziemlich beeindruckt. Also, wie macht sich der Odin als Kampfmaschine? Kumpel, das Ding ist eindeutig die beste Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Damit rumzulaufen und für ein bisschen Recht und Ordnung zu sorgen, hätte mir fast Tränen in die Augen getrieben. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn ich noch eine Runde damit drehen kann. Du bekommst deine Chance noch früh genug, Kumpel. Keine Sorge. Wieso kann ich nicht den Odin bauen, anstatt den Thor? Der ist viel besser. Sir, als Tykes auf das Schiff zurückgekommen ist, habe ich ihn von den Technikern scannen lassen. Matt, du brauchst unbedingt ein anständiges Hobby. Ernsthaft, Sir. In seinem Anzug ist ein raffinierter Empfänger eingebaut. Erhält dieser den richtigen Code, werden alle seine lebenswichtigen Organe außer Gefecht gesetzt. Dieser Anzug ist eine Todesfalle. Als würde ihm jemand eine Knarre an den Schädel halten. Und wer hat den Finger am Abzug? Möbius? Tykes, wo hast du dich da diesmal reingeritten? Naja, eigentlich hat er sich rausgeritten, ne? So, in diesem Falle dann vielen lieben Dank wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit der Story in StarCraft 2. Liked, kommentiert, hilft mir sehr viel weiter. Und bis zum nächsten Mal. Tschaußen!